Hallo zusammen. Wer oder was ist eigentlich Liberty Rising? Dieser Frage sind Avocado TV und ich auf den Grund gegangen, indem wir uns einmal die Webseite der neuen libertären Jugendbewegung näher angeschaut haben. Begleitet uns auf unserer Entdeckungsreise in die Ideen, Projekte und Ziele von Liberty Rising. Viel Spaß dabei und denkt an abonnieren, liken, kommentieren und teilen. Bis demnächst. See you in hell. Ja, servus Leute, Avocado TV hier. Heute begrüßen mein Co-Host Thinking Devil und ich euch eine neue Internetseite, nämlich Liberty Rising, Jugend für Freiheit und Kapitalismus. Thinking Devil, kannst du mich hören? Ja, hallo zusammen. Wir legen mal los hier auf der Homepage und schauen uns erstmal an, worum geht es eigentlich bei Liberty Rising und was hat es mit deren Mission auf sich? Da lesen wir unsere Mission. Deutschland kann ein Land der selbstbestimmten und entfesselten Menschen und des rasanten Fortschritts sein. Wenn wir nur wollen. Wir treten an, die kulturellen Fundamente Deutschlands zu erschüttern. Wir stehen für die Gesellschaft der schöpferischen, rationalen Individuen und des Kapitalismus. Wir kämpfen für Menschen, die sich jeder Aufopferung verwehren. Egal ob für Volk, Klasse oder Mutter Erde. Menschen, die auf ihren eigenen Verstand bauen und die für sich selbst leben. Wir kämpfen für eine Gesellschaft der Eigenverantwortung, der Freiwilligkeit und gegen jede Herrschaft von Menschen übereinander. Das bedeutet, wir kämpfen für einen unregulierten Kapitalismus und einen Staat, der sich mit Polizeigerichten und Militär nur um eine Aufgabe kümmert, den Schutz des Menschenrechts auf das eigene Leben und die Freiheit nach Glück zu streben. Also was meinst du? Ich meine, rationale Individuen, schöpferisch sein und Kapitalismus ist ja schon dreimal rechts, oder? Das klingt doch gut. So sollte es sein. Dann übernimm du doch mal den nächsten Teil von unsere Philosophie. Meine Philosophie ist im Kern das Konzept des Menschen als eines heroischen Wesens, mit seinem eigenen Glück als moralischem Zweck seines Lebens, mit produktiver Leistung als seiner edelsten Aktivität und Rationalität als seinem einzigen Absolut. Ayn Rand. Das ist doch mal ein schönes Zitat von ihr. Dir sagt Ayn Rand was, Avocado? Ja, vom Namen her sagt mir die was, ja. Ich bin nicht ganz so vertraut mit ihrer Philosophie, aber ich habe die Seite jetzt schon erkundet. Das heißt, wir werden ja jetzt noch mehr von ihr erfahren, ne? Ja, genau. Ja, aber ich kann das, was sie hier gesagt hat, dieses Zitat hier, kann ich nur unterschreiben. Ja, produktive Leistung und eine edle Aktivität und Rationalität als sein einziges Absolut. Ja, was gibt es dagegen schon zu sagen? Eben. So müsste man Politik machen, rational. Nach Daten und Zahlen und nicht nach Gefühlen. Ja, denn wohin soll einen ein Gefühl eigentlich schon bringen? Sollen wir jetzt Politik auf Gefühlen basieren? Gefühle gehören ins Privatleben. Die gehören nach Hause, zu seinen Freunden und Familie und Ähnliches. Aber die gehören nicht auf die große Bühne der Politik, Wirtschaft oder Ähnliches. Weil das geht immer nach hinten los. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Dann bin ich dran bei das eigene Glück. Da habe ich jetzt ein bisschen runtergescrollt. Dass jeder sich ein glückliches Leben erarbeiten kann, ist unser höchstes Ziel. Nur der Kapitalismus ermöglicht diese Glückserarbeitung. Glück ist dabei etwas anderes als Spaß. Glück ist ein Zustand tiefer und langanhaltender Befriedigung. Kein kurzer Kick wie nach einer Tüte Süßigkeiten. Sehr schön. Also, da hört man ja schon heraus, dass man hier unterscheidet zwischen den Begriffen Glück und Spaß. Wobei Glück eben dadurch wertvoller ist, dass man es auch selber erarbeitet und nicht einfach nur von Papa Staat geschenkt bekommt. Ja, hier wird ja auch ein ganz wichtiger Punkt unserer heutigen Gesellschaft angesprochen. Dieses kein kurzer Kick wie nach einer Tüte Süßigkeiten. Heutzutage in unserer Social Media World, die Leute wollen ja einfach nur noch den schnellen Kick, die sofortige Befriedigung, den sofortigen Glücksmoment, die sofortige, wie heißt das Hormon? Serotonin, kann das sein? Andere. Ich glaube Dopamin. Dopamin, ja. Dopaminausschüttung. Ah, Serotonin ist, glaube ich, zum Schlafen, oder? Ja, ich glaube. Serotonin kenne ich in Verbindung mit Depressionen und so. Ah. Ich meine, es war
das andere, was ich gerade gesagt hatte. Aber das ist ja das, was die Leute heute wollen, worauf die Gesellschaft immer mehr leider aufgebaut ist. Das schnelle Glücksgefühl, die schnelle Befriedigung und nichts Bleibendes. Und das hast du ja in ganz vielen Bereichen. Ich meine, ich spreche wieder aus meinem Fachbereich, der Entertainment-Branche. Du siehst ja, wie heute Filme und Serien gemacht werden. Von der Woken-Seite immer ganz abgesehen. Aber die werden auch nicht mehr so gemacht, dass du sie in 10 Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren nochmal gucken und sagen, hey, das ist ein Klassiker, der steht noch so, wie er damals gedreht wurde. Mhm. So werden die meisten Filme heute einfach nicht mehr gedreht. Gerade Disney, wie gesagt, vom Woken-Aspekt abgesehen, gerade Disney hat ja zum Beispiel auch dieses konsumiere aktuelles Produkt, freue dich dann auf nächstes Produkt. Und nicht irgendwie, dass die Story oder so, die Charaktere oder sowas im Vordergrund stehen, sondern einfach nur dieses Konsum. So dieses Fastfood, Junkfood-Kino, hätte ich fast gesagt. Also daran erkennt man ja schon, dass unsere Gesellschaft auch immer mehr in Richtung Hedonismus driftet. Ja? Genau. Und wozu, deswegen... Ja? Ja? Nee, du zuerst. Ja, wozu, wollte ich nur sagen, wozu diese Bewegung hier ja so ein bisschen eine Gegenbewegung darstellt. Genau. Das sehen wir schon hier bei das eigene Glück, wie wir eben gesehen haben, ja. Und dann Produktivität und Rationalität. Genau. Ja, soll ich Produktivität mal... Ja, übernimm du mal den nächsten Teil, ja. Nur Produktivität lässt aus den höchsten Werten eines Menschen ein glückliches Leben entstehen. Nur eine Gesellschaft, die Produktivität in Politik und Kultur wertschätzt, ist daher gut. Aktuell hingegen wird Produktivität häufig bestraft, sei es durch hohe Steuern oder durch Geringschätzung von Unternehmertum. Ja, ich denke, das können wir ja überall in der heutigen Politik beobachten. Ich meine, fleißig sein ist ja schon fast eine Sünde. Ja. Yep. Haben wir nicht sowieso mit den höchsten Steuersatz weltweit? Ich glaube, weltweit den höchsten Steuersatz mit den versteckten Steuern. Mhm. Also gibt ja mehr als nur Einkommenssteuer und so. Die ganzen Steuern begegnen einem ja zum Beispiel auch in Benzin. Ne? Oder ja. Je nachdem, was man sonst so konsumiert in, was weiß ich, Tabak und Alkohol, auch ganz besonders. Selbst wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist Deutschland endlich wieder Weltmeister. Nur nicht in Fußball, sondern in Steuern zahlen. Und du weißt ja, worin wir nun wirklich mit Abstand die höchste Steuer haben, oder? Weltweit. Benzin oder? Nee. Staatsfernsehen. Ach so, ja, yeah, das auch. Wir hatten im Jahr. Das ist weltweit führend mit großem Abstand im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Programmen in anderen Ländern. Und es ist ja effektiv eine Steuer. Ob sie es nur anders nennen, ist ja scheißegal. Du bist verpflichtet, es zu bezahlen, ansonsten fällt es dir oder ähnliches. Aber man fällt sich in den Knast wie Georg Thiel. Hm. Also, es ist eine Steuer. Hm. Und ja, wie gesagt, das ist die höchste mit Abstand weltweit. Und das Geringschätzung von Unternehmertum geht ja damit einher. Weil niemand hat... Bock, ein Unternehmen aufzubauen, wenn er weiß, das ganze Geld geht eh gleich wieder flöten. Mein Profit ist nur ein ganz kleiner Bruchteil davon. Wer will denn in sowas investieren und so ein Land? Da gehen dann die Leute, die wirklich was drauf haben, die hauen dann lieber in andere Länder ab, wo sie bessere Bedingungen haben. Und genau das ist dieser massive Brain Drain, den wir gerade erleben. Ja, genau. Aber Moment, es kommen doch die ganze Zeit Raketenwissenschaftler und Physiker und Doktoren und ähnliches hier rübergeschwommen. Hm. Es ist nicht zu erklären, dieses Phänomen. Dann bin ich bei Rationalität. Genau. Der Verstand ist das Werkzeug für ein glückliches Leben. Emotionen, Werte, Handlungen, sie alle werden von ihm optimiert. Nur ein rationales System wie der Kapitalismus kann rationalen Menschen würdig sein. Irrational hingegen ist Politik nach Bauchgefühl. Geld je nach Gejammer, Gesetz je nach Angstgefühl, Steuern je nach Missgunst. Ja, Halleluja, sage ich dazu. Und das sage ich als Atheist. Yep. Weil das, was hier steht, Rationalität, ist ja auch wieder genau der Gegenentwurf zu dem, was man von der heutigen Politikkaste so miterlebt. Ja, natürlich. Aber das hier ist die einzig vernünftige und sinnvolle Methode,
ein System aufzubauen und zu, dass es vernünftig laufen kann. Weil nach Bauchgefühl und Emotionen, wie gesagt, es funktioniert nicht und führt zu, wie hat Sascha Munk so schön gesagt, zu Verwerfungen, gesellschaftlichen Verwerfungen. Und ich denke mal, das ist noch eine vorsichtig optimistische Formulierung. Ja. Ja, also ich kann ihm nur zustimmen. Rationalität. Ebenfalls. Dann sind wir bei unserer Arbeit und das ist unterteilt in Events, Kultur und Aktivismus. Dann bist du bei Events. Jupp. Mit dem Festival Soul of Liberty, also die Seele der Freiheit, organisieren wir jährlich das größte kapitalistische Jugendevent in Deutschland. Doch daneben bieten wir noch Lesekreise, regelmäßige Online-Vorträge und Online-Schulungen an. Auch das klingt doch, auch das klingt doch schon mal gut. Weil gerade die Jugendlichen, die in den Schulen sind, die ja nun auch komplett von Woke-Ideologie durchseucht sind heute leider, gerade auch in der Lehrerschaft, und die sich aber trotzdem noch ihren Verstand bewahrt haben und sich dieser Ideologie nicht fügen wollen, die brauchen auch eine Anlaufstelle. Hm. Und das ist eine Anlaufstelle für die. Hm. Ja, denn man kann es ja auch mal so sehen, wenn man nicht so handelt wie zum Beispiel Liberty Rising in der einen oder anderen Form, ja, dann heißt das ja, dass man seinem Gegner das Feld überlässt. Ja, eben. Insofern, genau. Ja, klingt nach einer guten Idee. Ja. Dann bin ich bei Kultur. Mhm. Wir machen die moralische Revolution greifbar. Mit Produkten in unserem Online-Shop, mit Musik, mit eigenem Showcar und mit lokalen Treffen in den großen Städten Deutschlands und Österreichs. Ja, was hältst du eigentlich von politischen Botschaften vermitteln durch T-Shirts und Sticker? Sehr viel. Ich meine, dass sowas funktioniert, das haben wir ja zum Beispiel an Schlomos-Aktionen gesehen, wo diese ganzen Sticker und so überall aufgeklebt wurden und dann zu manchen Skandalen schon fast in diversen Orten gesorgt haben. Und wir wissen ja, was dann die Antonio-Stiftung und ähnliche Blätter dazu schreiben. Könnte man sagen, dass T-Shirts und Sticker und was gibt's noch alles, Schlüsselanhänger oder besonders Musik, würde ich sagen. Dass das eine unterschätzte Form von politischer Arbeit ist. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Aber kann heutzutage halt auch gefährlich sein. Ich meine, wenn ich mit meinem Trump-T-Shirt durch die Gegend laufe, da fange ich mir manchmal schon mehr als nur düstere Blicke ein. Ich bin heute zufällig hinter einem hergefahren, der hatte eine Friedenstaube hinten auf der Stoßstange oder so, darüber der Schriftsatz "Es reicht". Also kann man sich schon vorstellen, was damit gemeint ist. Ja. Und by the way, Trump-T-Shirts, ich habe ja mehrere, unter anderem habe ich ja eins, das passt hier gerade zum Thema, steht halt in großen Lettern LGBT drauf und darunter halt, für was die Buchstaben stehen, Liberty Guns Beer Trump. Ja. Ist natürlich auch nice, wenn dann aus der Ferne jemand das sieht, LGBTQ und so, und dann denkt er, ah, das ist einer von uns und so. Und dann geht er aber ein bisschen näher dran und sieht, was es damit auf sich hat. Ja, eben. Ich liebe dieses Subversive an diesem Ding, weil aus der Entfernung siehst du einfach nur LGBT. Da könnte ich mich mit zu einer Pride Parade hinstellen, aber wer dann wirklich drauf guckt. Mir ist nur nicht so ein T-Shirt begegnet, da war hier diese grüne Sonnenblume, also die ja gelb ist von der Farbe her, dieses Symbol, ne? Mhm. Und davon ist so ein Blatt, das geht so runter und kommt so ein kleiner Panzer raus. Auch klar, was die Botschaft heißen soll, ja. Ne? So nach dem Motto, ihr wollt Krieg, dann geht hin. Mhm. Dann, ich vergesse immer, wer dran ist. Ich verliere mich zwischendurch in Gedanken. Jetzt kommt Aktivismus. Das wäre ich, aber ich wollte jetzt noch einen Punkt bringen. Ja. Und zwar, diese lokalen Treffen und so, das sind halt eben auch diese, generell, Politik wird auch lokal entschieden. Ich meine, ich sehe es ja auch gerade im amerikanischen Bereich, was die Schulen angeht, hier die Elternbeiräte und ähnliches.
da haben sich halt die Konservativen jahrelang nicht drum gekümmert und dass das irgendwie relevant war. Entsprechend haben das die Linken und Woken locker einnehmen können und jetzt müssen die konservativen Eltern zugucken, wie sie das wieder zurückerobern können. Mhm. Es passiert zwar in vielen Orten, aber das zeigt halt, lokale Politik auf kleinsten Kreis ist halt sehr wichtig und solche lokalen Treffen, wo man sich halt austauschen kann, sind nicht nur zu Organisationen und ähnlichen Sachen wichtig und sinnvoll und zum Dazulernen, sondern eben auch, dass man merkt, man steht nicht alleine da. Mhm. Das habe ich ja auch schon von vielen Leuten gehört. Die denken, in dieser Welt hier, um Gottes Willen, alle sind so gebürstet, ich bin hier der Außenseiter, ich stehe ja völlig alleine. Mhm. Nee, das ist nicht so. Und deswegen sind solche lokalen Treffen halt genau das Richtige. Und wie gesagt, gerade eben auch für solche Jugendliche, was ich vorhin sagte, die eben in Schulen sind und den Woken-Blödsinn nicht mitmachen wollen. Das nennt man, glaube ich, auch Silent, Majority. Naja, also zumindest jemand Stilles. Ja, wir leben doch in einem Land, wo du momentan gar keine andere Wahl mehr hast, als dein Maul zu halten, wenn du nicht irgendwelche Repressalien kriegen willst, ob das nur beim Job ist, an der Uni oder an der Schule. Mhm. Wir hatten es doch schon an der Schule, dass Kinder, die nicht gegendert haben, dann entsprechend von Lehrern und Mitschülern dann halt gehänselt und ähnliches wurden und richtig rund gemacht. Es war doch, glaube ich, neulich so ein Fall vor ein paar Wochen, den hatte Kasper, glaube ich, in der Honigfarbe vorgestellt. Ja, wundert mich nicht in der heutigen Zeit. Naja. Also von daher, jetzt Aktivismus, der nächste Punkt. Eine neue Idee kann nur siegen, wenn die Leute überhaupt von ihr erfahren. Daher betreiben wir auch Aktivismus. Mal spektakulär mit großen Planen und Bannern, mal im direkten Gespräch oder an Ständen. Woran erinnert mich das? Ich kannte mal eine andere Organisation, die so schöne Aktionen gemacht hat. Die dann irgendwie ganz schnell völlig verbrannt wurde. Welche meinst du? Die eBay. Ach so. Das war eine Jugendbewegung, die sich mit Aktionen und die halt... aber generell klar, also die Art des Aktivismus ist schon okay. Also, ja, ich würde auch sagen, Aktivismus ist ja prinzipiell eine gute Sache, denn wenn politisch Probleme entstehen, dann eben häufig vom Gegenteil davon, nämlich von Passivität. Passivität ist der Gegenbegriff dazu, ne? Ja. Genau. Ja, also insofern, Aktivismus kann ich ja prinzipiell unterstützen. Der hängt auch davon ab, wofür, natürlich. Ja, auf alle Fälle. Und auch hier, das gilt auch dafür alle, egal aus welcher politischen Richtung es kommt, solange es friedlich abläuft, ist es völlig in Ordnung. Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen. Dann werden wir beim nächsten, nämlich bei dem Tab mitmachen, beziehungsweise, hier, wie gesagt, bei mir wird angezeigt mitkämpfen. Das heißt, wir sind bei dem Tab mit Mitglied werden. Mhm. Dann bin ich wieder dran, Mitglied bei Liberty Rising zu werden, ist ein Bekenntnis zu Kapitalismus, Freiheit und Eigenverantwortung. Also habt ihr gehört, Leute, wenn ihr da Mitglied werden wollt, dann seid ihr dreimal rechts mittlerweile. Wir treten dafür ein, dass jeder Mensch sein Leben nach seinen höchsten Werten gestaltet. Dabei leben wir in einer Gesellschaft, in der viele ihre Werte nach Nachrichtenlage wechseln. Mal Klimaapokalypse, mal Wokeness, mal der Kampf gegen Überfremdung oder böse Konzerne. Wenn Menschen doch einmal feste Werte haben, sind es häufig Werte der Selbstaufopferung. Ein erfolgreiches Leben bedeutet, sich für die Armen, Empfindlichen und die Natur einzuschränken, sagen die Linken und Grünen. Ein erfolgreiches Leben bedeutet, sich für Volk, Gott und Vaterland aufzuopfern, entgegnen die Konservativen und Rechten. Oh wei, Volk, Gott und Vaterland ist ja auch wieder dreimal rechts, also mittlerweile zähle ich gar nicht mehr mit, wie häufig das hier rechts ist. Mhm. Du bist auch noch nicht fertig, da fehlt noch die zweite. Lese ich das erstmal, dann gehen wir da nochmal näher drauf ein. Ja.
Der Mensch ist aber kein Opfertier, sondern ein durch seinen Verstand überlegenes Wesen, das seine Persönlichkeit nur in Selbstbestimmung entfalten kann. Der Kapitalismus, der freiwillige Tausch Wert gegen Wert, ist sein System. Seine Leitlinie ist der rationale Egoismus, das Verfolgen der eigenen Interessen ohne Zwang, Lüge und Anpassung an die Wünsche anderer. Wir haben diese Werte in einem Kodex zusammengefasst. Dazu kommen wir gleich, zu dem Kodex. Mhm. Erstmal bis dahin, ja, ich kann ihm grundsätzlich nur zustimmen, ne, dass der Mensch halt prinzipiell ein schöpferisches Wesen ist und dass man eine Politik- und Wirtschaftsform grundsätzlich danach ausrichten sollte. Ja. Was meinst du? Und dass dieser ganze Altruismus, also nichts gegen Altruismus, an manchen Stellen ist er sicherlich gut und wünschenswert, aber so wie es in unserer Gesellschaft gerade stattfindet, Altruismus um jeden Preis und auch unter Einschränkung und geradezu Vernichtung des eigenen Selbst und der eigenen Identität, das kann es nicht sein. Hm. Von daher. Also es ist ironisch, dass ich das jetzt sage, aber es gibt ja so einen Bibelspruch. Der heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mich selber überhaupt nicht mehr liebe, sondern hasse und vernachlässige, dann ja, breche ich ja mit diesem Prinzip. Ja, eben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt mal, wenn ich das versuche, kriege ich eine gescheuert. Wow. Also soll heißen, wenn man sich selbst und seine eigenen vernachlässigt, um nur wem anders zu helfen, dann steht man ja diesem Prinzip entgegen. Das will ich damit sagen. Ja, klar, ja. Und Sie haben ja auch recht, was hier steht. Der Mensch ist eben kein Opfertier, sondern durch seinen Verstand überlegenes Wesen. Also sprich, irgendwelche Probleme gesellschaftlicher oder sonstiger Art damit zu lösen, es mit Geld zuzuschmeißen, so nach dem Motto, oh, die Armen haben zu wenig Geld, also geben wir ihnen Geld, das löst das Problem. Ganz im Gegenteil, das führt bei vielen halt dazu, hey, ich krieg Geld, ohne was tun zu müssen, prima. Und tun dann erst recht nichts mehr. Ich glaube, sowas nennt man ein perverses Inzentiv. Nämlich, dass man sagt, okay, wir schmeißen euch halt mit Geld zu und so. Und dadurch wird man ja dazu gereizt, keine weitere Leistung mehr zu liefern. Ja, eben. Ja, das heißt, dadurch bewirkt man ja das genaue Gegenteil. Und es ist ja nicht nur da, es ist ja auch bei Subventionen für Wirtschaftsdinge oder ähnliches. Ich meine, wie viel Scheiß ist bis in den letzten Monaten schon rausgekommen, wie viel Betrug hier mit Maskendeals und ähnlichen Geschichten oder irgendwelche Teststationen und so weiter, allein schon im Rahmen der ganzen Corona-Thematik, wie viel Geld da im Nichts verschwunden ist und alles staatliches Geld, staatliche Hilfen, also quasi von uns, von unseren Steuergeldern, die halt einfach rausgehauen wurden und dann durch irgendwelche betrügerischen oder sonstigen Arten verschwunden sind. Und effektiv nichts gebracht haben, außer halt irgendwelche unehrlichen Leute zu bereichern. Ja. Wir alle beobachten es. Yep. Und der Corona-Komplex ist da ja nur ein Thema. Ich meine, wenn wir uns mal die ganze Windrad-Geschichte angucken, das läuft ja auch nur dank der ganzen Subventionen durch den Staat. Wenn die erstmal wegfallen, dann wollen wir mal sehen, wie sich diese Windräder halten können. Und dass die ordentlich viel Vögel wegschreddern, das wird auch gerne mal unter den Teppich gekehrt. Ja, sind ja nicht nur die Vögel, es sind ja auch gerade für die fürs Fundament muss der das ganze Biotop da in der Erde erstmal rausreißen, um das Ganze mit Beton zu füllen. Das sind ja auch dann die ganzen Insekten und Maulwürfe und was da sonst noch so alles unter der Erde rumkraucht, das dann auch weggehauen wird. Sehr umweltfreundlich, doch. Habe ich gerade neulich gesehen, wie das in Wirklichkeit aussieht, was man da erstmal wegbaggern muss an Erde, um überhaupt dieses Fundament zu setzen. Also
Ja, und dann kommt noch, also das Fundament, dann haben wir halt eben, was du schon sagst, die hier die, die Flügel, die halt die ganzen Vögel platt machen. Und dann kommt noch dazu, dass noch keiner so genau weiß, welche Auswirkungen auf das Klima, also aufs Klima hier unten auf dem Boden, diese ganzen Winddinger eigentlich hier auf Flora und Fauna in dem Bereich haben, wo die ganzen Windparks stehen. Da gibt es aber auch schon die ersten Studien, die sagen, oh, das ist, sieht hier nicht gut aus. Hier gibt es Veränderungen, die sind durch diese Windräder verursacht worden. Und dann gilt mal wieder die Regel, Studien nur, die in unser Narrativ passen. Ja. Ja. Oder den Weg von Visa, Sally, Studien. Was für Studien? ja. Und da haben wir noch nicht mal angefangen mit der Ästhetik und das alles und mit den Leuten, die da in der Nähe wohnen, dass das natürlich auch nicht schön ist, da dauernd so ein Windrad vor der Nase zu haben. Ja, und vor allem die, die für Windenergie sind, sollten sich mal fragen, okay, hättet ihr gern so ein Dröhnen die ganze Zeit bei euch vor der Haustür? Ja, eben. Ja, also wenn man sich wirklich mal genau und rational, damit sind wir hier beim Thema, anguckt, überwiegen die Nachteile von diesen Windrädern eindeutig die Vorteile. Mhm. Und was wäre bei rationaler Politik die logische Schlussfolgerung? Mhm. Nein, wir machen es natürlich nicht. Soll ich weitermachen? Ja, mach du bitte mal weiter bei unser Kodex. Unser Kodex. Erstens, wir kämpfen für den Kapitalismus, die einzige Gesellschaftsform wirklich selbstbestimmter Menschen. Zweitens, wir sind Individualisten und akzeptieren nur die alleinige Verantwortung für unser Leben. Drittens, wir haben Mut, selbst zu urteilen und wir haben keine Angst vor unserem eigenen Urteil. Viertens, Produktivität, Charakterstärke und Kreativität sind die Mittel, um unsere Ziele zu erreichen. Fünftens, wir sehen die Natur nicht als Wert an sich, sondern als vom Menschen zu gestaltender Raum. Sechstens, das Streben nach Glück, verdientem Stolz und der besten Version unserer selbst ist unser Antrieb. Ja, alle sechs Punkte sehr sympathisch. Was sagst du? Ich auch. Wollen wir die noch mal einzeln durchgehen oder? Also, mein Urteil ist auch sehr sympathisch. Gehen wir so nochmal einzeln durch. Wir kämpfen für Kapitalismus, die einzige Gesellschaftsform wirklich selbstbestimmender Menschen. Ja, denn eine Grundidee vom Kapitalismus besteht ja darin, dass man ja Leistung bzw. Wert gegen Wert tauscht. Genau. Im Gegensatz zu gewissen anderen Gesellschaftsformen, in denen ja Leistung ja schon fast verpönt ist. Ja. Insofern kann ich dem nur zustimmen. Ja, und wir sind Individualisten und akzeptieren nur die alleinige Verantwortung für unser Leben. Kann ich auch nur komplett unterschreiben. Ja, das vergessen ja auch manche gerne mal, dass man halt, ja, das böse Wort mit E nehmen soll, nämlich Eigenverantwortung. Ja. Naja, ganz klassisch, wenn jeder sich selbst hilft, ist jedem geholfen. Ja, ja, so nach dem Motto, ja. Und jeder ist seines Glückes Schmied, aber die Leute interpretieren diesen Satz immer falsch. Das ist ähnlich wie mit dem amerikanischen Traum, der ja auch immer falsch interpretiert wird. Interpretieren den immer so, dass jeder natürlich das Glück auch erreicht und den amerikanischen Traum auch erreicht. Nein, nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, jeder hat grundsätzlich die Option. Das ist natürlich aus diversen Umständen und ähnlichen Sachen nicht jeder schaffen kann, ist auch klar. Also sprich, eigentlich müsste es heißen, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. So wäre es halt. Ja, ja, gehe ich mit. Von daher, Dann sind wir bei drei. Wir haben Mut. Ich vergesse mal, wer dran ist. Ich bin bei drei, ne? Ja, mach mal. Lass uns das so machen, wie bei unserem Philosophie-Special. Dann weiß ich immer, ich bin bei ungerade dran. Ja. Okay. Wir haben Mut, selbst zu urteilen und wir haben keine Angst vor unserem eigenen Urteil. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ne? Mut haben, selbst zu urteilen und sich nicht vom Fernseher vorschreiben zu lassen, was man zu denken hat. Ja, yep. Und genau das Thema konnten wir gerade zum Thema Corona und jetzt auch zur Ukraine-Konfliktsache, kann man das ja sehr schön beobachten, wer selber urteilen und selber denken kann und auch zu seinem Urteil steht und wer halt
kuscht vor der Mehrheit, vor der Angeben. Ja. Dann bist du bei 4. Produktivität, Charakterstärke und Kreativität sind die Mittel, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, da würde ich mich fragen, was auch sonst? Ja, eben. ja, aber da hast du ja schon alle drei Punkte sind ja auf der linken Seite quasi nicht vorhanden. Ja. Oder? Auf der linken Seite beobachte ich auch eher die Einstellung. Ja, Vater Staat, gib, gib, gib. Ja, das ist zum Thema Produktivität. Zum Thema Produktivität. Und zum Thema Charakterstärke, ja, immer mit dem Fluss mit schwimmen und ja, nicht anecken. Oder, um es auf Politik und Medien hochzudrehen, blanke Heuchelei. Ja. So nach dem Motto, ja, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, aber wir erhöhen jetzt mal unsere Diäten und wir fliegen jetzt mal kurz weg. Was wir ja neulich auch hatten hier mit unseren Klimaklebern, die Gerichtstermin nicht wahrnehmen konnten, weil sie gerade irgendwo in Urlaub geflogen sind. Ja, aber die sind ja nicht als Klimaaktivisten in Urlaub geflogen, sondern als Privatperson. Erinnerst du dich? Ja, genau. Diese Ausrede, ja. Also von daher, Produktivität hat man da nicht, Charakterstärke schon mal gar nicht. Und naja, die Kreativität hält sich auch in Grenzen. Ja, wenn sie Kreativität hätten, wären sie ja mittlerweile vielleicht auf eine andere Idee gekommen, als sich nur festzukleben. Ja, davon mal ganz ab. Aber auch hier wieder im Medienbereich, wenn sie Kreativität hätten, dann wüssten sie, Storys schreibt man, auch wenn sie eine Message enthalten soll, mit der Story und den Charakteren als Schwerpunkt und die Message wird subtil eingeflossen. Aber heutzutage werden die Storys halt so geschrieben, Message, Message, Message und dann, Charaktere, Story, hoppla, irgendwas war doch noch. Und das ist halt auch das Problem. Die Kreativität, sollte sie vorhanden sein, wird halt zurückgestellt zugunsten der Message, die verbreitet werden soll. Dann bist du jetzt mit der 5. Du hast noch was. Nee, ist okay. Wir sehen die Natur nicht als Wert an sich, sondern als vom Menschen zu gestaltender Raum. Ja, da sind wir auch wieder beim Punkt Kreativität. Ne? Was stellen wir denn am besten mit der Umwelt an? Und ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, ja, es hängt halt in erster Linie von unseren Taten ab und nicht nur von der Natur an sich. Ja, eben. Auch da muss man sich auch mal den Fakten stellen. Wir sind nur mal das Alpha-Raubtier, der Alpha-Predator. Und können quasi mit der Natur machen, was wir wollen. Aber wir sollten es natürlich sinnvoll machen. Rational und auf vernünftige Daten und Fakten begründet. Und nicht einfach, oh nein, das und das würde die Natur verschandeln oder das und das. Nee. Ja. Wir müssen uns schon klar sein, wir sind Teil der Natur, aber dadurch, dass wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben, haben wir halt auch die Macht, die Natur zu beeinflussen, verändern, ob zum Positiven oder Negativen. Und wir müssen uns dieser Verantwortung halt bewusst sein und dann was Sinnvolles mit dieser Verantwortung machen und nicht blinden Aktionismus. Also da sind wir wieder bei Spider-Man, ne? Mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Ey, stimmt, genial, ja. Das würde ja genau dazu passen. Yep. Ja. Sehr schön. Dann mache ich die 6. Jo. Das Streben nach Glück, verdientem Stolz und der besten Version unserer selbst ist unser Antrieb. Ich finde es besonders schön an diesem Punkt, dass hier steht mit verdientem Stolz. Ich weiß, was du meinst. Gerade von manchen aus dem religiösen Bereich wird ja Stolz oder Respekt und was nicht alles gerne mal eingefordert. Ja, religiösen Bereich? Also du meinst also auch die Woken, oder? Das ist ja auch eine Religion. Ja, auch. Ja, auch aber nicht nur. Ob es nun Trensen oder sonstige Buchstabensuppenleute sind, die fordern ja alle von dir ein, dass du sie zu respektieren hast. Und greifen überhaupt nicht, dass sie sich Respekt erstmal verdienen müssen. Die müssen erstmal auf irgendeine Art beweisen, dass sie Respekt verdient haben. Und nicht, ja, ich existiere, du musst mich respektieren und so behandeln, wie ich das will. Nein, müssen wir nicht. Ich glaube, wir können uns auf folgenden Zusatzkodex, nenne ich es jetzt mal, einigen. Kein Respekt ohne Leistung. Genau.
Und hier der YouTuber Doomcock, der hat ja zu den englischen, also im englischsprachigen Bereich hier zu den Medien halt hier, wie Star Trek, Star Wars und alles gerade woke wird, einen Spruch gemacht, der auch auf T-Shirts gepackt hat. Without respect, we reject. Also, was man respektieren muss, ist halt, was vorher da war, was vorher geschaffen wurde. Das ist ja das, was sie hier auch mit verdientem Stolz meinen. Also, man kann stolz auf etwas sein, was man erreicht und geschafft hat, aber nicht einfach so stolz, ich bin einfach stolz. Weißt du, was ich meine? Könnte man an der Stelle nicht sagen, okay, Menschen sind halt von Natur aus auf alles Mögliche stolz. Also auf, ja, auf ihr Geschlecht, auf ihre Herkunft, auf ihre Sprache, auf ihre Kultur. Kann man das sagen? Also ich weiß nicht, ob ich auf mein Geschlecht stolz bin. Also ich gehöre auch zu der Partei, die sagt, okay, stolz sein kann man auf etwas, was man sich erarbeitet hat. Ja, genau. Aber trotz allem gibt es ja noch sowas wie eine Natur des Menschen. Kann man sagen, dass Menschen von Natur aus stolz sind auf Sachen, auf die sie eigentlich keinen Einfluss haben? Ich weiß nicht, ob das von Natur aus so ist. Weil, wie gesagt, dieses ganze ich bin stolz darauf, weiß, schwarz, gelb oder was auch immer zu sein oder schwul, lesbisch, hetero oder sonst was, das wurde uns ja erst in den letzten Jahren so eingeimpft. Wir waren ja schon eigentlich so weit, ich sage nur Ende 80er, Anfang 90er, da waren uns Hautfarbe und sexuelle Orientierung und alles einfach scheißegal. Der gesellschaftlichen Mehrheit. Dadurch, dass man uns das jetzt in den letzten Jahren mit der Identitätspolitik immer so aufgedrückt hat, dadurch hat erst das angefangen, dass bei denen, die halt dem Wokismus und so weiter verfallen sind, dass die dann halt auch tatsächlich, dass ihre Identität, weil sie nichts anderes haben leider, tatsächlich aus ihrer Hautfarbe, aus ihrer sexuellen Orientierung und ähnlichen Dingen besteht, die eigentlich völlig unwichtig sind. Das ist ja das große Problem, das unsere Gesellschaft heute hat. Ja, das wäre ja ein weiteres Puzzleteil in der Frage, warum ist das hier eine gute Gegenbewegung? Ja, eben, also mit jedem Satz, den ich von denen lese, werden sie mir sympathischer. Ja. Dann sind wir bei Vorteile der Mitgliedschaft. Oder hast du noch was? Nö. Genau, da sind wir bei Römisch 1. Sei Teil von Deutschlands größter und aktivster Jugend für Freiheit und Kapitalismus und arbeite zusammen mit anderen an der moralischen Revolution. Ja, ich find's lustig, dass alle immer von Revolution reden. Ob's nun die Linken sind, ob's nun die Woken sind, ob's nun die Rechten sind oder ob's die Libertär sind. Alle wollen immer die Revolution. Also Revolution muss ja nicht unbedingt gewaltsam bedeuten, ne? Nee, ich weiß. Weil normalerweise unterscheidet man ja zwischen Revolution oder Reformation, wobei Reformation dann ja eher mit Gewaltlosigkeit verbunden wird. Ja, ich schätze mal, es ist Definitionsfrage. Also, ich verstehe es so, Revolution muss nicht gewaltsam sein. Ja, also, nee. Kann man das so sagen? Das auch nicht, stimmt schon, ja, hast recht. Zu Punkt 2? Ja, weiter zu 2. Römisch 2. Lerne radikale neue Ideen und Perspektiven auch für dein persönliches Leben kennen. Beispielsweise in unseren philosophischen Lesekreisen. Auch sehr sympathisch. Sie haben mehrere philosophische Lesekreise. Das heißt, sie beschäftigen sich mit philosophischen Ideen, womit sie auch den Woken schon wieder einen Vorteil haben, weil die Woken sind ja damit beschäftigt, sämtliche Philosophen zu canceln, weil die meisten davon ja auch noch weiß sind. Von daher, das Gehirn und den Geist anzuregen, ist immer ein guter Ansatz. Ja, kann ich nur zustimmen. Dann schauen wir zu 3. Yep. Setze mit unserer Hilfe und auch finanziellen Unterstützung deine kreativen Projekte für eine kapitalistische und freie Gesellschaft um. Ja, also halte ich auch für eine gute Idee. Hängt dann halt von der Idee ab, die jemand dort einbringt. Yep. Ja, und
und von dem finanziellen Kapital, das die Organisation zur Verfügung hat. Ich meine, wenn ich jetzt zu denen hingehe und sage, okay, ich will jetzt eine freie Stadt gründen, gib mir mal das Geld, ich glaube, dann streichen sie die Segel. du kennst die Sachen mit den freien Städten? Freie Städte? Ja, freie Städte halt, also vom Staat abgesehen. Also hier der, wie heißt er denn? Titus Gebel. Hm. Wäre das nach dem Gesetz überhaupt so möglich, oder? Naja, also der letzte Plan von ihm war, glaube ich, dass er von Honduras da so ein Stück Land kriegt. Ich glaube, Honduras war es, wo er dann so ein Stück Land kriegen wollte und dass dann so eine freie, libertäre Stadt dann halt aufgebaut wird, wo dann eben quasi auch nur die Libertären leben und dann einfach mal als Testballon, um zu sehen, ob eine libertäre Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Die auf libertären Maßstäben aufgebaut ist. Und um das zu testen, brauchst du ja nun mal irgendwie einen irgendeinen Platz, wo die sich dann organisieren und quasi in Anführungszeichen ihren eigenen Staat oder eben Nicht-Staat, also ihr eigenes System halt aufbauen können. Ja, klingt auch nach einem interessanten Experiment und vor allem auch nach einer Alternative, wenn man bedenkt, dass andere Gesellschaftsmodelle in der Geschichte ja nun ordentlich gekracht sind, ne? Ja, eben. Und das libertäre Konzept wurde meines Wissens, also mag sein, dass ich mich da auch irre, das könnten vielleicht Kommentare dann ergänzen, aber meines Wissens wurde halt eine libertäre Gesellschaft noch nie versucht. Weißt du? Ich verstehe, ja. Mich würde auch interessieren, wie hätten sich zum Beispiel die USA entwickelt, wenn zum Beispiel schon relativ früh Libertarismus sich durchgesetzt hätte? Ja, eben. Das ist halt der Punkt, den Ayn Rand damals auch gemacht hat, als sie in die USA emigriert ist. Dass sie halt auch gesagt hat, eure Constitution, eure Verfassung ist so libertär aufgebaut, ihr habt die besten Voraussetzungen, libertärer Staat zu werden, aber ihr werdet gerade unterlaufen. Und sie war halt in den 40er, 50ern da. Mhm. Sie hat da schon gesehen, dass halt, ich hätte fast gesagt, die Kommunisten unter ihnen sind. Und Senator McCarthy halt doch recht hatte. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, dass wir so groß aufbauen. Dann bist du bei 4. Ja. Besuche unsere Trainings. Leute, da fehlt ein I. Besuche unsere Trainingsprogramme nur für Mitglieder rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Teamführung, Aktivismus und Medienproduktion. Hört sich doch auch gut an. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man nicht aktiv wird, heißt das ja, dass man dem Gegner das Feld überlässt. Mhm. Genau. Und Medienproduktion und Öffentlichkeitsarbeit, das brauchen gerade solche Organisationen ganz dringend, weil die werden natürlich nicht von den Mainstream-Medien gepusht. Im Gegenteil. Ich meine, wir wissen, wen die Mainstream-Medien pushen. An Jugendorganisationen. Und dennoch beobachtet man Fälle von zum Beispiel YouTubern, die alleine ohne finanzielle Unterstützung zum Beispiel solche Kanäle wie Funk oder Auf Klo oder so überholen. Ach, meinst du unsere lieben Ketzer der Neuzeit? Die erst gerade. Die Ketzer sind gerade dabei. Die es gerade gefeiert haben. Ja. Also, das ist in meinen Augen so eine kleine White Pill, weißt du? Denn es zeigt eben, dass Geld nicht alles ist, wenn es um. Öffentlichkeitsarbeit und Aktivismus und so geht. Ja, und vor allen Dingen die Ketzer, die erreichen ja eigentlich auch genau die gleiche Zielgruppe wie Liberty Rising. Die sind ja selber noch recht jung und ich denke, die erreichen auch ein junges Publikum. Von daher. Ja. Perfekt. Machst du die 5? Da bin ich bei 5, erhalte Zugang zu exklusiven Produkten in unserem Shop. Kapitalistische Ästhetik von Triaden-Shirts bis Fahnen. Ja, hatten wir vorhin schon Triaden. Das hört sich ja ein bisschen nach chinesischer Mafia an, aber nee, keine Sorge, das ist damit nicht gemeint. Ja, also den Shop, würde sagen, Leute, erkundet das einfach selbst. Ja, es gibt da halt alles, was man in solchen Shops findet, also Shirts, Fahnen, ne, was man halt so an Merch braucht. Mhm.
Ja, ich glaube, das können wir abhaken und dann bist du bei 6. Jupp. Besuche unsere zahlreichen Großevents wie das Sommercamp Liberty Sunrise, die Ayn Rand-Konferenz mit dem vorteilhaften Mitgliederrabatt. Also, das sind wohl zwei Dinger: Sommercamp und Ayn Rand-Konferenz mit Mitgliederrabatt. Ja. Unsere zahlreichen Großevents, Sommercamp, ja. Also auch ein Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit und ja, Mitgliederanwerbung, ne? Ja, wenn man vorhat, voranzukommen und Aktivismus betreibt, sollte man sowas eigentlich machen. Ja, ja. Na gut, der letzte Großevent, den ich von Aktivisten besucht habe, da war mehr Polizei als Aktivisten unterwegs. Dann wären wir bei dem anderen Tab, nämlich unsere Vision. Aha. Dann bin ich wieder bei, ja, lese ich mal den ersten Teil durch und dann gehen wir zu einige Themen. Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie eine wirklich kapitalistische und freiheitliche Welt aussehen könnte, dann bist du hier genau richtig. Bebender Asphalt und schimmernde Hitze im Sommer. Tausende bunter Autos, zumeist auf Autopilot, pulsieren mit rasanter Geschwindigkeit über die Weite des Landes. Jedes ist Ausdruck der Persönlichkeit seines Besitzers. Junge Menschen wohnen in lichtdurchfluteten Wohnungen und beginnen ihren Tag mit High-Intensity-Training und hohen Gewichten. Danach checken sie ihre Krypto- und Aktienportfolios und freuen sich über niedrigen Steuerraten von 5%, welche ihnen baldigen Wohlstand ermöglichen. Die Regierung befindet sich in den letzten Vorbereitungen, den Staat ganz durch freiwillige Abgaben zu finanzieren. Tja, ist das nicht eine Vision? Ich muss mich auf die Zunge beißen, um nicht Helmut Schmidt zu zitieren. Wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. aber ich weiß ja, was er meint. Also außerdem ist hier schon wieder Training ohne I. Ja, okay, habe ich gerade. Intensiv. Ja, habe ich gerade so mitgelesen, ja. Ja, aber die Vision generell klingt doch schon mal gut, oder? Ja. Ne? Eigenverantwortung, Kapitalismus, niedrige Steuern, gehe ich schon mal mit. Dann gehen wir mal weiter zu diesen, du siehst ja hier diese kleinen Rechtecke da drunter, ja. Ne? Ja. Dann wärst du bei dem zweiten mit seitdem der Staat. Aha. Seitdem der Staat sich gänzlich aus der Wirtschaft zurückgezogen hat, gibt es praktisch keinen Lobbyismus mehr. Ach, wäre das schön. Kunden kaufen freiwillig und entscheiden mit ihren Wünschen den Aufstieg und Niedergang von Vermögen. Reichtum durch gute Kontakte oder das Ausnutzen von Subventionen gehören der Vergangenheit an. Halleluja. Die Privatisierung von Straßen, Schienen und anderen Bereichen hat viele Jobs geschaffen und pflügt durch radikale Innovationen diese Wirtschaftsfelder förmlich um. Viele Arbeiter sind stolz auf ihre Fähigkeiten, ihr individuelles Werk und ihr Unternehmen. Selbst in Frauenzeitschriften werden Artikel über wehklagende Aktivistinnen oder das belanglose Liebesleben der Royals verdrängt von Artikeln über leidenschaftliche Unternehmerinnen, die in Hyperschallflugzeugen über den Atlantik pendeln. Ja, sehr schön. Kein Lobbyismus mehr. Ne? Und der Kunde, ne, der das Geld hat, entscheidet, wo es lang geht und keine Lobbyisten. Jupp. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und dass wir die Macht haben als Kunde, das müssen ja gerade auch, um wieder auf die Medien zurückzukommen, die Medien und auch die Hollywood-Industrie kriegen das ja gerade bedenklich zu spüren, weil der Kunde macht halt eben nicht mehr seine Portemonnaie auf und guckt sich den Schrott, der ihm angeboten wird, im Kino an oder auf den Streaming-Plattformen, sondern sucht sich andere Optionen. Also von daher, der Kunde ist König, das ist das alte Motto, das immer gegolten hat und in einer kapitalistischen Welt auch quasi das oberste Motto ist. Ja, kann ich mich nur anschließen. Dann bin ich bei dem dritten Tab hier, richtig? Ja, kilometerlang. Kilometerlange Gigafactories und Produktionsstraßen mit tausenden Fertigungsrobotern entlasten die Menschen von undankbarer, stumpfer Körperarbeit. Lichtbögenöfen,
in denen rund um die Uhr Stahl geschmolzen wird, sind die niemals erlöschenden Freiheitsfackeln dieser Welt, in der schöpferische Produktivität die erste Tugend ist. Der Flug auf eine Raumstation in riesigen Raketen ist inzwischen ein touristisches Erlebnis für die gehobene Mittelklasse. Die jungen Abenteurer hingegen zieht es auf die gläsernen Städte des Mars, wo riesige Maschinen mittels Terraforming eine neue Welt ganz nach menschlichen Bedürfnissen schaffen. Wow, ich glaube, das ist noch ein bisschen entfernt, diese Vision, aber eine schöne Vision ist es allemal. Ja, und die große Frage ist, warum ist es so weit entfernt? Ich meine, wir sind 1969 auf dem Mond gelandet. Hm. Und seitdem nicht wieder, geschweige denn, dass wir uns Richtung Mars oder Ähnlichem umgeschaut haben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten Jahrzehnte sind eher ein Rückschritt anstatt ein Fortschritt gewesen. Und ich denke, mit diesem Gefühl stehe ich auch nicht alleine da. Es ist schon komisch. Ich meine, das war ja Zeit des Kalten Krieges. Ja. Und daran erkennt man eben, dass in Zeiten der Not, dass gerade dort Innovation und Kreativität entstehen. Ja. Was aber nicht heißen soll, dass man sich jetzt einen neuen Krieg herholen soll. Ja, und vor allen Dingen, es war ja der Wettbewerb. Man wollte halt unbedingt vor den Russen oben sein. Vor dem Competitor. Mhm. Und Wettbewerb fördert, genau wie Krieg, ja auch leider, aber es ist halt nun mal so, fördert Innovation. Also Notsituation und Wettbewerb sind innovationsfördernd, mhm. Beides. Und ja, ansonsten ist das natürlich mein Traum sozusagen. Raumstationen und Ähnliches. Hm. Tja, ich fürchte, sind wir noch ein Weilchen von entfernt. Ja. Mal sehen, was das jetzt mit der künstlichen Intelligenzrevolution wird und ob uns das vielleicht irgendwie weiterhilft. Ja, wenn das wie OpenAI von Woken geschrieben wird, dann, dann wohl kaum. Dann hat die künstliche Intelligenz den Namen Intelligenz nicht verdient. Und by the way, ich muss auch noch mal zwei in diesem Absatz, zwei kleine Tippfehler. Maschinen mit IE, nein, und bei undankbar fehlten N. Also, sorry. Meine liebe Liberty Rising Society, bitte noch mal drüber schauen. Ich bin das, was man allgemein als Grammatik-Nazi bezeichnet. Es kommt davon, wenn man Literaturwissenschaft Deutsch studiert hat. Da achtet man auch sowas. Na gut, hast du noch was? Nee, ich hab nichts mehr, dann bist du beim Schulsystem. Oh ja, Schulsystem, sehr schön. Das starre Massenschulsystem des Staates mit seinem nutzlosen Bildungskanon ist abgeschafft. Kinder lernen schon früh jene Fähigkeiten und jenes Selbstvertrauen, um selbstständig leben zu können. Recht, Mathematik, Lesen und Schreiben, Philosophie und Wirtschaft. Was sie nicht mehr lernen, ist das brave Einfügen in die Klassengemeinschaft. Nicht einer unter vielen zu sein. Vor allem aber lernen sie, sich ihre Träume und Ziele nicht mehr mit Sätzen wie »Das ist doch unrealistisch« oder »Das wäre doch egoistisch« nehmen zu lassen. Ja, je mehr ich davon höre, desto sympathischer finde ich das. Ja, wo sich mir sofort die Frage stellt, warum haben wir so ein Schulsystem nicht sowieso? Es ist, das wäre sinnvoll. Aber naja, in dieser Clown-World heute sind wir von sinnvoll so weit entfernt, wie man, glaube ich, nur entfernt sein kann. Und vor allem, man sollte den Kids von früh an vermitteln, okay, dass man halt seinen Träumen nachgehen soll. Genau das, ja. Und die nicht einflößen soll, wie das, ja, ich kann nur wiederholen, was hier steht, dass man ihnen nicht sagen soll, das ist doch unrealistisch und so. Ja, womit wir schon wieder beim Punkt American Dream sind. Weil das ist ja genau der Grund, warum von der linken Seite der American Dream so schön zerrissen und schlecht geredet wird. Weil die eben genau das hier nicht wollen, dass die Leute selber denken und selber innovativ werden und. Weißt du, was ich meine? Also, dass man dem wahren American Dream nachfolgen soll, dass man, indem man den Leuten sagt, okay, folgt euren Träumen, ja, ne, und seid innovativ. Genau. Und dass der American Dream halt nicht bedeutet, dass jeder absolut hundertprozentig den American Dream erreichen wird. Genau. Ja. Genau das. Ja. Ja.
Weiter zum fünften Tab. Genau. In der flachen Weite Norddeutschlands erstrecken sich riesige vollautomatische Felder, auf denen dank Gentechnologie Früchte gezüchtet werden, für die wir heute noch keinen Namen haben. Über ihnen summen leise zur Überwachung Drohnenschwärme wie Zugvogelformationen. Zugvögelformationen müsste es heißen, ja. Stolz sind die Bürger dieser Welt und zeigen mit privaten Waffen ihr Selbstvertrauen, sich verteidigen zu können. Sowohl gegen Diebe und Einbrecher als auch gegen eine tyrannische Regierung, welche ihnen die Freiheit und Früchte ihrer Arbeit streitig machen könnte. Könnte, wären sie nicht wehrlos. Und genau das erinnert mich wieder an unser Philosophie-Special mit Waking Life. Was ist der beste Garant gegen eine tyrannische Regierung? Eine gut bewaffnete Bevölkerung. Ja, ein bewaffnetes Volk, ja. Ja. Also ideal wäre es natürlich, wenn man eine Gesellschaft erschafft, in der jeder gar nicht erst auf die Idee kommt, also jetzt zum Beispiel Einbrecher oder was auch immer zu werden, weil man ihm einfach einen Traum einpflanzt, schöpferisch zu werden. Das wäre der absolute Traum. Ja, genau. Und mit dem bewaffneten Volk, da würde eine Regierung auch im Traum nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Zwangsmaßnahmen einführen zu wollen, wie zum Beispiel eine Impfpflicht. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind ja gerade auch da gerade in gegenteiliger Richtung unterwegs. Die wollen ja jetzt schon den Pfefferspray verbieten. Mhm. Den heutzutage leider Gottes hierzulande fast jede Frau schon in der Handtasche haben muss. Sich freizeitmäßig rausbewegt und nicht nur freizeitmäßig. Tja, von dem Traum sind wir noch relativ weit entfernt, wie ich sehe. Tja, next point. Ja, dann bist du bei der Start. Das heißt, Moment, mir ist noch eingefallen hier zu den Drohnen. Die Drohnenüberwachung macht mir natürlich ein bisschen Magenschmerz. Also, ich schätze mal, es geht darum, die Landwirtschaft zu überwachen. Wobei, was genau ist da eigentlich mit Überwachen gemeint? Also, will man erzählen, wie viele Mäuse sich auf dem Feld rumtreiben, oder was genau ist da jetzt mit Überwachung gemeint? Ja, das müsste man vielleicht nochmal genauer... Das müsste man an der Stelle nochmal genauer erläutern, was das ist. Genau. Mach ich den nächsten. Jawohl. Der Staat stellt nicht mehr als einige Gerichte und das Militär zur Verteidigung. Private Polizeidienste erfüllen geräuschlos und kundenorientiert in den vielen privat verwalteten Stadtvierteln ihren Dienst. Selbst die meisten Streitfälle werden rasch von privaten Schiedsgerichten ausgeräumt. Freihandel dominiert die Außenpolitik und lässt den Wohlstand explodieren. Kriege werden von einer neuen Form von Militär-NGOs geführt. Finanziert aus den Spenden der freiheitsliebenden Bevölkerung, lehren sie überall auf der Welt Diktatoren das Fürchten. Ja, schnell und effizient. Das wär's doch. Kriege werden von einer neuen Form von Militär-NGO geführt, finanziert aus den Spenden der freiheitsliebenden Bevölkerung. Ja, auch da NGO, heutzutage bereitet einem der Begriff NGO ja auch schon Magenschmerzen, weil wir von welcher Seite die heutigen NGOs alle finanziert werden. Okay, dann hängt es halt auch davon ab, was genau das Ziel von so einer NGO ist. Ja, genau. Ja, kann ich auch nur unterstützen. Wobei im Idealfall wäre dann natürlich die ganze Welt libertär eingestellt und es würde keine Diktatoren mehr geben. Yep. Aber was ist schon ideal? Eben. Und ja, aber hier mit den da habe ich vorhin auch ein Wort vergessen bei Titus Gebel. Freie Privatstädte, so heißt es eigentlich, so heißt das Projekt. Ja. Freie Privatstädte. Ja, also kann ich auch nur unterstützen und dann sind wir weiter bei private Kunstwerke. Jupp. Private Kunstwerke, die den epochalen Kampf und Triumph des Menschen über die Natur zeigen. Gegossen in Bronze und Gold, befreit von der Abhängigkeit von staatlichen Fördertöpfen und opportunistischen Künstlerexistenzen. Hologrammtechnik und Lichtermeere verwandeln jede Nacht zum Tag und kommerzieller Erfolg ist ein Zeichen erfolgreichen kreativen Schaffens. Kulturwissenschaftler, Genderforscher und Pseudokünstler hingegen,
Bin ja froh, dass hier steht Genderforscher und man ergänze andere Pseudokünstler. Ja. Die nichts anderes können als jammern und dekonstruieren, sind abgewandert. Sie klagen jetzt in den Nachbarländern über ihre Mitmenschen, liegen ihnen vorwurfsvoll in den Ohren und auf der Tasche. Die privatwirtschaftlichen Universitäten haben keinen Platz mehr für sie. Das will ich jetzt, sofort. Also wenn man das hier in so eine Partei gießt, das Ganze, ja, die hätten eine Stimme von mir auch mehr. Ja. Vor allem dieser Teil, die nichts anderes können als jammern und dekonstruieren, das bringt es ja auch ganz gut auf den Punkt. Ja. Genau. Ja, aber das ist ja in deren System, in deren Ideologie halt so drin. Sie müssen ja erstmal das Bestehende dekonstruieren, um dann ihre vermeintliche Utopie zu schaffen. Mhm. Ja, erstmal Chaos schaffen und das System zum Zusammenbrechen bringen. Aber das ist halt eben auch eins der Sachen, die viele im Volk auch auf unserer Seite immer noch nicht verstehen. Ich höre halt auf unserer Seite auch immer, oh, die sind ja so inkompetent und so weiter und wie können die an diesen Positionen sein? Ja, die sind genau an diesen Positionen, weil sie so inkompetent sind und weil das Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist, den ganzen Scheiß hier gegen die Wand zu fahren. Wenn dann ein entsprechender Punkt erreicht ist, dann heißt es, aus dem Chaos eine neue Ordnung schaffen. Genau. Man könnte es auch nennen, es gibt so einen englischen Begriff, wenn man so einfach mal einen Neuanfang macht. Ja, Moment, ich denke gerade an Revolution. Ich denke an Great Reset. Achso, das meintest du, ja. Ich dachte gerade Revolution, ja. Ach was, das ist bestimmt auch alles Verschwörungstheorie. Ja, also ja, natürlich. Es ist immer so lange Verschwörungstheorie, bis es zur nackten Wahrheit wird. Yep. Da bist du bei die Verlierer der Gesellschaft. Ja, es gibt sie, die Verlierer dieser Gesellschaft. Jene Leute, die nicht bereit sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Die nicht bereit sind, für die Arbeitszeit ihrer Mitmenschen eine Gegenleistung zu erbringen. Die nicht bereit sind, selbst zu jenen Werten zu stehen, die sie von ihren Mitmenschen verlangen. Doch jedes Kind, selbst aus dem ärmsten Plattenbauviertel, kann von seinem Fenster aus die neuen Wolkenkratzer der lebhaften Metropolen leuchten sehen. Auch ihm gegenüber lautet ihr Versprechen, diese Großartigkeit und Größe ist auch in deinem Leben möglich. Möglich durch Fleiß, Verstand und Beharrlichkeit. Okay, Fleiß, Verstand und Beharrlichkeit ist auch wieder dreimal rechts. Also bis jetzt haben wir schon wie häufig rechts in diesem Text? Ich zähle nicht mehr mit. Nee, ja, aber auch das kann ich 100% unterschreiben. Ja. Also, wenn man ganz realistisch ist, auch in einem System, was schon fortschrittlich ist, nach unseren heutigen Maßstäben, wird es hier und da Verlierer geben, oder? Ja, klar. Ja, auch hier wieder zurück zum American Dream. Nicht jeder wird ihn erreichen. Nicht jeder wird halt oben ankommen. Hm. Und ein super tolles, entspanntes Schlafen an Leben führen können. Natürlich nicht. Okay, das heißt, man muss halt realistisch bleiben, wenn man seinen Träumen folgt. Genau. Das ist, glaube ich, die Lehre, die wir hieraus ziehen können, ne? Ja. Aber man muss es eben zumindest versuchen. Das ist das, was die Amis halt auch mit Bootstraps hatten die mal so einen Spruch, ich kriege ihn jetzt nicht mehr zusammen, aber eben quasi sich an den eigenen Schnürsenkeln aus dem Dreck zu ziehen, sozusagen. Hm. Also wenn man selber im Dreck steckt, dass man halt erstmal selber anpacken muss. Natürlich, Hilfe von außen, von Freunden, Bekannten und so weiter, kann gegeben werden und wird ja auch in der Realität gegeben. Mhm. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, dass die Leute immer sagen, das höre ich ja auch immer, habe ich in der Impfzeit auch immer gehört, ja, ich kann ja meinen Job, zum Beispiel Kasper, ich kann ja meinen Job nicht verlieren, deswegen lasse ich mich lieber impfen und so weiter. Mhm. Doch, kannst du. Und wenn, erstens, du bist schlau genug, du kannst irgendwas anderes machen, du kannst dich über Wasser halten. Und selbst wenn es halt nicht klappt, du hast eine vernünftige, die hat eigentlich fast jeder. Also du kannst mir nicht sagen, dass es viele Leute gibt, die absolut niemanden haben. Hm. Sicher, einzeln gibt es die auch, garantiert. Aber jeder hat ein gewisses Netz von Bekannten, Freunden, Familie und so weiter, die einen über solche Zeiten weghelfen, ohne staatliche Zuwendung. Und das ist ja der Punkt von denen hier, dass es nicht der Staat sein muss, der hilft. Hm. Es ist nicht der Punkt,
keinem soll geholfen werden und wer im Dreck sitzt, der halt Pech gehabt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist halt, es ist nicht die Aufgabe des Staates, das zu tun. Da müssen halt andere Dinge zusammenkommen. Und bei manchen Leuten, wenn sie halt wirklich niemanden haben, dann bei manchen sollte man sich ja auch fragen, warum haben sie niemanden? Das könnte auch eine Charakterfrage sein. So nach dem Motto, um Gottes Willen, mit dem wir nichts zu tun haben. Und den Vereinzelten, die niemanden haben, ich meine, Beispiel, alter Mann oder alte Frau, wo die Ehefrau gestorben ist, der keine Kinder mehr hat. Natürlich, für solche Leute muss dann in irgendeiner Form gesorgt werden. Da muss man gucken, wie man das dann in so einer Privatstadt regelt. Aber auch da, wenn, gut, jetzt in der Übergangsphase, also angenommen, wir würden jetzt so ein Ding starten, in der Übergangsphase wird es dann noch schwierig, aber wenn das erstmal läuft, zwei, drei Generationen, dann hat ja derjenige, also dieser alte Opa, hat ja dann auch schon in die Privatstadt und alles eingezahlt, also mit seiner Arbeit und seinem, und dann wird ja auch zurückgegeben. Weißt du, was ich meine? Also auch in so einer Privatstadt bräuchte man dann so ein Rentensystem. Ja, irgendwie was. Irgendwas in der Art. Aber auch da müsste man sich vielleicht mit den Liberty Rising Leuten mal näher unterhalten. Zu den Thematiken. Wie gesagt, der Hauptpunkt ist, dass halt solche Hilfen nicht vom Staat kommen müssen. Dass es halt auch andere Optionen gibt. Ja. Jo, dann... Oder hast du noch was dazu? Nee, ich habe nichts mehr, aber ich vergesse irgendwie immer, wer dran ist, trotz unseres gerade ungerade Systems. Warte mal rein. Du bist jetzt. Dann bin ich wieder, genau. Es ist eine Welt der Superlative, mit Menschen von einer charakterlichen Größe, Willensstärke und Integrität, wie wir sie heute nur selten finden. Menschen, die der Realität auch dann unverhohlen und selbstgewiss ins Auge sehen, wenn es für sie schmerzhaft ist. Menschen, die erkannt haben, dass sie als Wesen mit freiem Willen und Eigenverantwortung die Schöpfer ihres eigenen Lebens und ihrer Umwelt sind. Und das erinnert mich auch wieder an Waking Life, den Professor an der Uni, der meinte, your life is yours to create. Genau. Also eine Botschaft, die Leute sich mal zu Herzen nehmen sollten. Leicht gesagt, ich weiß. Das fällt mir auch nicht immer leicht, ne? Ja, aber vor nicht allzu langer Zeit hat sogar Hollywood Filme gemacht, die eben genau diese Botschaft vermittelt haben. So nach dem Motto, du bist derjenige, der entscheidet, was aus deinem Leben wird. Du musst anpacken, du musst. Heute haben wir dann Messages wie, wir können uns vom sozialistischen System der Ameisen einiges abgucken. Wie gerade im neuen Ant-Man-Film, wo man sich denkt, what? Are you insane? Hier geht es dann noch weiter mit, manch einer beschließt sogar die Grenzen des eigenen Körpers zu überwinden, mit Mitteln, die seine Leistung und Konzentration steigern, um mit Hilfe der modernen Bio- und Gentechnologie mehr zu werden, als die Natur ihm mitgegeben hat. Eine neue, selbstbestimmte und selbst geschaffene Art von Mensch. Okay, also ich gehe davon aus, hier geht es einerseits um Medikamente, um nicht zu sagen Drogen, und andererseits um ja, Implantate, Cybernetics. Aha. Was denkst du darüber? Angenommen, es gäbe jetzt, ich glaube, Elon Musk hat die Idee schon mal angeschnitten, glaube ich. So ein Chip, den man sich implantieren kann, der die Denkleistung erhöht. Ja, das ist ja so ein Punkt, wo ich immer noch Magenschmerzen habe. Das hatten wir, glaube ich, schon in dem einen oder anderen Philosophie-Special. Also Biotech und Gentechnologie, mich da irgendwie mit irgendwelchen Chips oder sonstigen Sachen zu enhancen. Nee, also das läuft ja auch alles unter Transhumanismus eigentlich. Also mit dieser ganzen Transhumanismus-Schiene habe ich so meine Schwierigkeiten. Aber auch da, solange es frei entscheidbar ist und man zu nichts gezwungen wird, soll jeder machen, was er will. Wenn Leute sich zum Cyborg machen wollen, bitteschön. Aber lasst mich damit in Ruhe. Ja, die Vorstellung ist aber schon verlockend, oder? Du könntest jetzt was einbauen lassen, was einem übermenschliche Denkfähigkeit gibt, übermenschliche Ausdauer oder längeres Leben.
ja, auch da, längeres Leben. Ich meine, früher sind die Leute 30 geworden und sind weggestorben. Mhm. Heute werden wir über 100 teilweise. Also ich weiß, im Schnitt 80, aber es gibt auch Leute, die werden 100 plus. Ich sage nur Johannes Hesters, wie alt war er, als er gestorben ist. Mhm. Wann ist denn mal gut? Also ich meine, auch da, wir dürfen nie vergessen, Evolution, Biologie, wo kommen wir her? Mhm. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, uns fortzupflanzen, unsere Kinder großzuziehen und wenn die dann soweit sind, irgendwann wegzusterben. Unsere Aufgabe ist nicht, ewig zu leben und der Kreislauf muss weitergehen. Mhm. Stell dir mal vor, es werden alle Menschen immer älter. Mhm. Was das global für Probleme geben würde. Es werden ja jetzt schon immer mehr. Okay, aber was wäre, wenn man diese Biotechnologie so einsetzen könnte, dass man dann ja wieder verjüngt wird und somit auch länger lebt? Ja, auch das. Das ist für mich alles ein zu großer Eingriff in die Natur und die Evolution. Das kann einfach nicht gut gehen. Also ich habe da meine Skepsis. Hm. Ja, skeptisch bin ich auch. Du weißt ja, was ich immer sage. Nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. Mhm. Gleichzeitig. Bei der Gentechnologie muss ich auch wieder an Gattaca denken. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal behandelt. Hatten wir auch behandelt in unseren Specials, ja. Hier mit, dass du halt vorher bestimmen kannst, welche Eigenschaften dein Baby hat. Mhm. Das ist halt auch alles. Und da ist auch überall viel zu viel Optionen, wo Leute dann Schmu betreiben können. Mhm. Und auch da muss man ja leider. Ich meine, hier wird das Positive des Menschen immer sehr hochgestellt, was ich auch gut finde. Aber man darf auch nicht vergessen, der Mensch hat auch eine negative Seite. Und diese Optionen zu haben, der Raum, den das für negative Sachen bildet. Ich meine, in so einer libertären Gesellschaft mag das ja alles top sein. Aber stell dir mal vor, du hast dann irgendwann nicht mehr eine libertäre Gesellschaft und diese ganzen Optionen. Mhm. Ich weiß nicht. Nee, es ist... Ja, schwierig, schwierig. Weil ich meine, wenn wir jetzt von dieser Bio- und Gentechnologie aus, dann können wir ja wirklich den arischen Supermenschen herstellen, von dem Hitler immer geträumt hat. Und da frage ich mich dann, wollen wir das wirklich? Bei dir klingelt's. Ja, lass ich gerade ausklingeln, ist okay. Deswegen wollen wir das wirklich und vor allen Dingen mit dem allen ist er dann ja nicht nur körperlich und alles fit und sondern teilweise auch sogar noch geistig uns dann überlegen. Mhm. Und das läuft dann doch schon wieder in dieselbe Richtung wie was machen wir, wenn wir eine KI haben, die halt über uns hinweg ist sozusagen. Mhm. Das sind alles Probleme und Dinge, die in diesem Transhumanismus-Gefüge drin sind, die mir alle das bereitet mir alles Magenschmerzen. Hm, Ja, Menschen und Technologie ist schon ein schwieriges Verhältnis. Ne? Man weiß halt nicht, wo der ganze Spaß hinführt. Ja, und wie gesagt, wir können ja noch nicht mal den aktuellen Fortschritt mit Handys und Social Media und so weiter, wir können das ja noch nicht mal verkraften und wuppen, wie man ja bei den Leuten sieht. Schuss, den die Leute brauchen, durch schnelle, sofortige Gratifizierung. Durch Social Media. Also selbst dafür sind wir ja eigentlich noch nicht bereit. Dieser ganze Fortschritt kam ja schon zu schnell für uns. Und wenn wir noch solche Sachen da reinbringen würden, dann Prost Mahlzeit. Ja, also ich hätte an der Stelle nichts weiter. Jo, dann bin ich der Letzte. Ja, weil hallo, was bist du denn? Ich wurde gerade vom Bild abgelenkt. Es ist eine Welt, in der niemand sagt, das Kleine ist doch schön und überschaubar. Wer wird denn immer nach Größerem streben? Sondern das Größere und Schönere erschafft. Mit Menschen, die sich nicht einfach zufrieden geben, sondern danach streben, das zu werden, was sie sein wollen. Und diese Welt ist möglich. Sie kann erkämpft werden, Schritt für Schritt. Genau das macht Liberty Rising. Und wenn tief in dir etwas nach dieser Welt ruft, etwas, das unbeirrbar an das Heldenhafte und Freie im Menschen glaubt. Dann komm zu uns und kämpfe mit. Ja, das ist doch eine schöne Einladung.
Ja, also an ihrer Seite kämpfe ich gerne mit. Kann ich mich auch nur anschließen. Tief in dir etwas nach dieser Welt ruft, ja. Also, wenn ich mich heute so umschaue, auf jeden Fall das Verlangen nach Veränderung. Ja. Yep. Ja, das Problem ist, wir haben Veränderung quasi täglich, nur nicht in die Richtung, in die wir sie uns wünschen. Es wird ja alles immer schlimmer anstatt besser. Ja, kann ich mich nur anschließen. Dann hätten wir hier unten noch einige Themen. Wir lesen wir, hier findest du einige der Themen, die uns besonders am Herzen liegen und den Grund, warum das so ist. Das sind insgesamt 5. Machen wir die auch noch? Na klar. Da lesen wir bei 1, dein eingesperrtes Ich. Schulen behandeln Schüler grundsätzlich wie Pappe, aus denen man ein Puzzlestück schneidet. Sie stutzen sie zurecht, bis sie in die vorgefertigte Form passen. Bei hunderten Schülern ist kein Platz für Individualismus. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Die Schule soll dich konditionieren, damit du die Dinge und Verhaltensweisen lernst, die der Staat gelernt haben möchte. Jedem von uns stecken aber Talente, Interessen und Fähigkeiten. Diese bleiben automatisch auf der Strecke, zu deinem Schaden. Die Zeit ist nun reif für Bildungsfreiheit. Ja, Bildungsfreiheit kann ich auch unterschreiben. Zum Beispiel, dass man den Eltern mehr die Möglichkeit gibt zu sagen, hier, die und die Inhalte möchte ich, dass die meinem Kind vermittelt werden. Ja, aber man muss es halt richtig machen, weil ein bisschen erinnert mich das halt auch an das, was die Linken aus dem Schulsystem gemacht haben, so nach dem Motto, lass uns hinsetzen und einen Tee trinken und jeder ist gleich viel wert und man hat keinen Wettbewerb mehr, man kriegt Teilnehmermedaille sozusagen, nur dass man mitgemacht hat überhaupt. Everybody gets a trophy culture. Ja, ja. Genau das, ja. Also so darf man es halt nicht machen. Man muss halt schon gucken, wie man es halt sinnvoll macht, dass halt dann auch die Talente des Einzelnen dann gefördert werden. Und der erste Schritt wäre natürlich kleinere Klassen. Mhm. Also teilweise hört, also ich bin ja schon lange aus dem Schulsystem draußen und bei uns waren ja die Klassen schon mit 20 Leuten recht voll. Und was man so hört, heute haben ja manche Klassen 30 plus, von denen über die Hälfte teilweise dann noch nicht mal der deutschen Sprache richtig mächtig ist, um es mal so zu formulieren. Siehe Nordrhein-Westfalen. Ja, genau. Ich wollte sagen, ich rede nicht von Kindergarten, die eh noch nicht richtig sprechen können. Ich rede hier von Schulen. Und da muss man erstmal, glaube ich, ganz andere Probleme lösen, als wir, bevor wir dann sowas umsetzen könnten. Aber ansonsten stehe ich natürlich absolut hinter diesem Punkt der Bildungsfreiheit. Mhm. Man quasi guckt, welche Talente stecken im jeweiligen Kind und dass die Schule quasi für alles Mögliche, fast alles, ich glaube alles geht nicht, aber für die meisten Sachen halt auch ein Angebot bietet, dass diese Kinder entsprechend in ihren Talenten gefördert werden. Mhm. Mhm. Vor allem bei den Kids heute wird ja im Großen und Ganzen nicht mal geschaut, welche besonderen Talente liegen denn davor. Also darauf sollte man mehr Wert legen. Ja, das ist ja auch so ein Ding von heute, von wegen, ja, sind ja alle gleich gut. So nach dem Motto, du darfst auch nicht mal mehr Retard sagen. Also sprich, selbst der Retard ist genauso gut wie Stephen Hawking und das kann sein. Ja, dem Ganzen liegt ja dieser Irrglauben zugrunde. Wenn es nicht gleich ist, ist es auch nicht gerecht. Ja, ja, eben. Was passiert, wenn man auf diesen Mehr-Erfahren-Button drückt? Unter dem Punkt? Warte, ich schau ich auch mal. Ich glaube, da geht es noch viel, viel weiter. Oh ja, oh ja. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den 5. Bei den 5 Themen hier und dadurch hätten wir ja präsentiert, wobei es hier drum geht. Also da haben wir schon einiges an Material. Ja, stimmt. Okay. Dann bist du bei Smash Dein Limit. Ich smashe jetzt mein Limit und spreade Awareness. du befindest dich vor einer wichtigen Prüfungssituation. Du verbringst viel Zeit mit Lernen. Du willst deine Ziele erreichen, aber hast den Eindruck, der Tag hat einige Stunden zu wenig. Kein Wunder, der Staat klaut dir Zeit.
Es gibt viele Möglichkeiten, biologische Probleme im Lernprozess zu lösen, doch einige werden dir vorenthalten. Es ist deine Verantwortung und dein Wille zur Leistung. Egal, ob du die Nacht zum Tag machen willst oder Müdigkeit nicht deinen Erfolg im Leben behindern soll. Liberty Rising setzt sich dafür ein. Ja, also ich lese hier heraus flexible Arbeitszeiten. Zum Beispiel, ob du die Nacht zum Tag machen willst. Mhm. Ja, da wäre ich nämlich auch ein Typ für, möchte ich mal sagen. Ja, ich auch. Also dem kann ich auch nur zustimmen, dass man sich da flexibler verhält. Aha. Prüfungssituation, übrigens viel Zeit mit Lernen, Ziele erreichen. Kein Wunder, der Staat klaut dir Zeit. Ja, dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ja, dann bin ich bei Rettet die roten Gefangenen, ne? Warte mal kurz. Oder hast du noch was? Ja, und zwar, ich bin gerade mal so dreist gewesen und habe auf mehr erfahren gedrückt. Und die meinen das, zu diesem Punkt, den wir gerade hatten, die meinen das auch im Sinne von Neuroenhancern. Hm. Also Substanzen, die deine kognitive Leistung steigern können. Hm. Tja, also ich stehe dieser Idee grundsätzlich wohlwollend gegenüber. Ja. Aber wie das bei, ja, diversen Medikamenten so ist, da sollte man sich halt genau mit auskennen und ja, wie bei allem, verbrennt man sich. Ja, eben, man darf nicht zu viel, man muss halt gucken, wo das Limit ist. Mhm. Was eigentlich ironisch ist, weil die Dinger sind ja dazu da, um sein Limit zu erhöhen. Mhm. Ihr wisst, was gemeint ist. Mhm. Irgendwann verkehrt sich der positive Effekt ins Negative, also man da sollte vorher. Mhm. Mhm. Ja, okay, jetzt du. Rettet die roten Gefangenen. Genau, die roten, okay, ich glaube, wir können schon denken, was gemeint ist. Indianer. Kommunistische Gewalt gibt es nicht nur im Geschichtsfilm, sie findet sich in einem Land voller Menschen auf der Suche nach Glück, nämlich China. Der rote Diktator Xi Jinping lässt jeden Chinesen rund um die Uhr bespitzeln, Proteste blutig verfolgen und Minderheiten wie Tiere in Arbeitslagern halten. Doch das ist erst der Anfang. Chinas Kommunisten sind auf Wachstumskurs. Und die Zerstörung des freien Hongkongs war nur der erste Schritt. Ne, also Identifizieren der ja, kommunistischen Gefahr steht auch auf dem Programm. Mhm. Ja, also wenn ich mir die nackten Zahlen angucke, tja, dann kann man sagen, China ist militärisch und wirtschaftlich auf dem Vormarsch. Ja. Ne, und mich erinnert das an den Fall von dem einen Typen, der ins Gefängnis gesteckt wurde, weil er gesagt hat, wie war das? Der Staatspräsident sieht aus wie Winnie the Pooh. Genau. Kann man sich schon so ungefähr ausrechnen, wie das da mit Freiheit und so aussieht. Ja. Und deswegen ist es auch sehr erschreckend, dass einige unserer angeblich freien westlichen Staaten in der Corona-Politik den Chinesen gefolgt sind. Was die Maßnahmen und ähnliches. Wobei in China war es ja nun teilweise noch krasser, wenn man da so zurückblickt, aber das wäre ja im Moment jedenfalls bei uns so auch noch nicht möglich gewesen. Ja, aber du erinnerst dich, als wir demonstriert haben gegen die Maßnahmen, was uns alles aufgefahren wurde, und damit meine ich jetzt nicht nur Polizei und Wasserwerfer, ich meine halt auch die verbale Hetze, die gegen uns betrieben wurde. Mhm. Und als die Chinesen das Gleiche gemacht haben, wurden sie von denselben Medien plötzlich als Helden und Freier und Ähnliches hochgejubelt. Ja, ich erinnere mich. Und denkst, what? Merkt ihr es noch? Mhm. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Und jetzt heißt es, ja, wir müssen einander viel verzeihen. Ja, ja, und ich muss gar nichts. Dann, warte mal, dann bist du bei Stahlfabrik statt Ökotech, oder hast du noch was? Nee, ich bin bei der Stahlfabrik. Okay. Stahlfabrik statt Ökotech. Die grüne Gefahr ist da. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Wer dachte, Rasterlockenköpfe mit Ballonhosen könnten einem egal sein, der sieht sich jetzt eines Besseren belehrt. Du liebst Autos? Reist gerne? Oder isst gerne Fleisch? Du bist von gestern für diese Menschen. Die Veggie-Fraktion ist an der Macht und in deren
nachhaltiger Welt fährst du nur im Kofferraum mit. Warum dürfen diese Menschen dir deinen Lebensstil verbieten und aus quasi religiösen Gründen Geld aus der Tasche ziehen? Und all das mit dem Staat, weil ihnen keiner entschieden entgegensteht. Das ändert sich jetzt. Ja, und auch da unterschreibe ich jede einzelne Silbe. Ja. Könnte jemand Liberty Rising bitte an die Macht? Und vor allem, hier steht ja nachhaltige Welt in Anführungszeichen. Und da denke ich mir auch immer, okay, von dieser Partei Veggie könnte mir niemand widerspruchslos erklären, was heißt denn nachhaltig? Ja, eben. Ist halt auch so ein Schlagbegriff, ne? Ja. Weil ihnen keiner entschieden entgegensteht. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ne? Wenn man nicht selber aktiv ist, okay, dann wird halt wer anders aktiv. Und das ist normalerweise zum eigenen Nachteil. Aha. Und ich finde auch, dass in deren nachhaltiger Welt fährst du nur im Kofferraum mit. Interessant, weil man das zweifach interpretieren kann. Einmal halt, du gehörst einfach nicht dazu. Du kriegst halt den billigen Platz und keiner interessiert, was du dazu zu sagen hast. Aber man kann es auch mafiamäßig interpretieren. Tja, du bist halt die Leiche im Kofferraum. Am liebsten würde ich wegmachen. Was ja, wenn man sich deren Rhetorik so anguckt, gar nicht so falsch ist. Mhm. Wenn sie könnten, wie sie wollten, würden sie Leute wie uns wegmachen. Mhm. Aber nicht vergessen, wir sind die Faschisten und. Mhm. Natürlich. Dann bin ich bei Kfz-Rebellion. Jawohl. Frei ist, wer sich frei bewegen kann. Das Auto ist eine der wichtigsten Bedingungen für individuelle Freiheit. Du fährst, mit wem du willst, wann du willst, wohin du willst. Linksgrüne hassen das. Sie können dich nicht kontrollieren, deswegen machen sie Autos stetig teurer und umständlicher. 64%, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, des Spritpreises sind Steuern. Dazu kommen etliche wachsende Abgaben. Um dich endgültig zu kontrollieren, stecken sie dich in Busse und Bahnen, geplanter Verkehr. Es scheint, als gäbe es keine Chance, doch die freien Fahrer stehen nun auf. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt als böse gilt, weil man, wie war das, SUV fährt, kriegt man auch schon mal die Reifen zerstochen, wenn man in der falschen Gegend parkt. Mhm, ja, genau. Ja, insofern wäre eine Kfz-Rebellion mal durchaus angebracht. Insofern kann ich mich da auch nur anschließen. Vor allem, es ist ja eine der Grundlagen unserer Wirtschaft und somit eine der Grundlagen der Freiheiten. Also ja, und ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier den Mehr-Erfahren-Button tatsächlich mal nutzen und auch noch vorlesen. So ist ja eh der letzte Punkt. Ich glaube, wir hatten ja nur diese drei. Meinetwegen. Bei die Kfz-Rebellion? Ja, ja, weil das ist wirklich relevant, wie du gerade richtig gesagt hast auch. Das ist halt einer der wichtigsten Wirtschaftsstützpunkte und alles hier in Deutschland. Okay, dann bist du bei Deine Freiheit. Genau. Es gibt wenige so wichtige Errungenschaften für den Menschen wie das Auto. Egal ob der Weg zur Arbeit, der Besuch bei Freunden oder der Transport der neuen HiFi-Anlage. Das Auto fährt immer mit. Bei vielen kommt später die Dienstreise, größere handwerkliche Projekte mit großer Ladung oder auch die Familie dazu. Das Auto ist dabei der Alleskönner. Es ist effizient, flexibel und garantiert uns die größtmögliche Freiheit. Busse und Straßenbahnen stinken dagegen in jeder Dimension ab. Umständlich, unflexibel und eng. Massenmensch-Transport. Eigentlich sollte also niemand etwas gegen das Auto haben. Falsch gedacht. Es läuft ein Krieg und das Auto verliert aktuell. Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Ich meine, viele sagen ja jetzt schon, Autofahren kann ich mir nicht mehr leisten. Und ja, wie genau es jetzt weitergeht, das steht eh in den Sternen. Ja, und ich meine, das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ja auch so ein Ding, weil sie stinken ab, also teilweise stinken sie richtig, also nicht nur ab. Weil was da teilweise für ein Geruch drin ist, das willst du auch nicht wissen. Gerade zur Hauptverkehrszeit, zur Hauptstadt. So. Oder auch so mitten in der Nacht, wenn da halt so die das fährt, was so mitten in der Nacht halt noch fährt in der Bahn. Da fühle ich mich als Mann ja schon unwohl, wenn ich nicht wüsste, wie sich dann Frauen so nachts am Samstag in der Bahn fühlen. Ja.
Und ja, machst du den nächsten? Und wer sie dir nehmen will, weil jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt. Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Gesicht. Aha. Eine kleine Gruppe von Umweltfanatikern hat es sich zum Ziel gemacht, den freien Umgang mit dem Auto zu zerstören. Du darfst mit deinem VW Golf hinfahren, wohin du willst und wie du willst, solange du niemanden störst. Weit gefehlt. Künstlich um mehr als das Doppelte versteuerte Spritpreise, hohe und steigende Steuern, Subventionen für unpraktische sowie ideologische Autoarten wie das E-Auto oder gleich Fahrverbote sind nur die Spitze des Eisbergs. Der ideologische Kampf gegen den Verbrenner wird mit allen Mitteln und gegen die Rationalität geführt. Dazu kamen massenweise Beschränkungen des Umgangs mit dem eigenen Auto, wie Geschwindigkeitsbegrenzung oder Tuningregulierung. Ja. Ja, da haben wir ihn, den ideologischen Kampf gegen das Auto und somit gegen die eigene Wirtschaft. Und ich finde es auch schön, wie sie es formuliert haben, ideologische Autoarten wie das E-Auto. Hm. Weil das E-Auto ist halt unpraktisch, nicht umweltgerecht, ganz im Gegenteil. Ähnlich wie wir das vorhin mit den Windrädern hatten, die negative überwiegen die positiven Aspekte um Längen. Hm. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich ein bisschen auskennt, es wird ja immer gesagt von wegen, oh, Elektroauto ist eine neue Erfindung oder sonst irgendwas. Nein, es gab schon 1919 oder wenn das war, als die ersten Autos erfunden waren, da gab es schon die Idee mit Elektroautos. Also das hat sich schon damals nicht durchgesetzt und mit den Technologien, die wir heute haben, kann man es immer noch nicht durchsetzen. Erstens, weil man für die Batterien halt seltenen Rohstoffe braucht, die irgendwann alle sind, dann gibt es auch keine Batterien mehr. Plus, wir wissen, was passiert, wenn so ein Elektroauto einmal Feuer fängt. So. Gibt es auch genug Videos bei YouTube, die das anschaulich zeigen. Und dass die Dinger mehr oder weniger unlöschbar sind, wie die Feuerwehr selber sagt. wie entsorgt man die Dinger nachher? Weil irgendwann sind auch die ja dann nicht mehr fahrbar und welche Auswirkungen hat das dann auf die Umwelt? Plus, man braucht natürlich überall Ladestationen, muss die Dinger dauernd aufladen und das Problem der Grünen ist, die denken wirklich, der Strom kommt aus der Steckdose. Mhm. Nein, der muss schon irgendwo produziert werden und wenn man halt jetzt auf irgendwelche neue Energiearten umsteigt, das reicht halt nicht, um flächendeckend allen Menschen ein Elektroauto Ladung zu gewährleisten. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir haben keine Verbrenner mehr, alles was wir jetzt an Verbrennern haben, ist Elektroauto und die wollen alle gleichzeitig aufgeladen, nicht alle gleichzeitig, aber du weißt, was ich meine. Teil wird dann halt immer aufgeladen und nicht geringer Teil, wir reden hier von Millionen Autos, die zeitgleich aufgeladen werden. Gerade neulich gab es doch einen Grünen im Bundestag, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt intelligent wirtschaften und das heißt, wir laden die E-Autos nur noch dann auf, ja, wenn gerade Wind weht. Ja, ja. Auch geil, oder? Ja, heldenhaft. Ja, aber da sieht man halt auch, dass sie hier eben auch recht haben, mit allen Mitteln und gegen die Rationalität. Ja, besser kann man es nicht formulieren. Ja. So, dann mache ich den nächsten Part. Hast du noch was zu dem Punkt? Nee. Der freie Umgang mit dem Auto darf nicht Umweltfanatismus und Verboten zum Opfer fallen. Wir setzen uns daher ein für. Erstens, keine Diskriminierung von Antriebsarten oder Fahrzeugformen, etwa von SUVs oder Dieselmotoren. Sehr schön, wie sie es formuliert haben. Keine Diskriminierung, weil die Seite ist ja immer gegen Diskriminierung. Es ist doch alles gleich. Okay. Bin ich jetzt auch mal dafür, es ist alles gleich. Diskriminierung ist scheiße. Wollen wir wetten, dass sie widersprechen? Ja, es gibt ja gute Diskriminierung und böse Diskriminierung. Ja. Möchtest du die hier lesen? Ich dachte, wir wechseln uns auch ab. Also dann bin ich jetzt bei 2. Ja. Abschaffung der Umweltzonen und weniger staatliche Vorschriften, etwa beim Tuning. Ja, kann ich auch nur unterstützen. Ja, dann 3. 3. Ende der Subventionen für E-Autos. Stattdessen Senkung der Kfz-Steuer und Einführung einer Flat-Tax. Ja. Ja. Absolut dafür, weil freier Markt, werden wir auch mal sehen, wie sich so ein E-Auto ohne Subventionen durchsetzt. Ja, der Kunde ist König. Sind wir wieder bei dem Punkt. Ja.
soll der das entscheiden. Und dann setzt sich halt die bessere Idee durch auf dem Markt, so wie es sich gehört. Eben. Dann bei 4 Zweckbindung der Flat Tax für den Straßenbau und Erhalt. Damit deine Straßensteuern auch deine Straßen bezahlen. Ja, was für ein verrückter Gedanke, dass meine Steuern auch das bezahlen, was nützlich ist. Ja, genau. Ich sage nur, wie viel von unseren Steuergeldern sind inzwischen in die Ukraine geflossen? Gegen unseren Willen? Ja, vor allem, genau, gegen unseren Willen, ohne dass wir direkt befragt wurden. Und vor allem, ohne dass einer mal offenlegt, wo genau das Geld eigentlich hingeht. Yep. Ich meine, Ukraine ist der größte Geldwäschebetrieb aller Zeiten aktuell. Weil es ist ja nicht nur Deutschland, es ist ja international. Ich meine, die Amis haben ja das gleiche Problem. Hm. Deren Geld werden ja auch da reingepumpt, ohne dass sie eine Zustimmung dafür gegeben haben. Hm. Und mit Zustimmung meine ich jetzt nicht, dass die Kongressabgeordneten oder ähnliche Leute das sagen. Ich rede vom Volk. Hm. Fünftens. Privaten Betrieb und Bau von Straßen erlauben. Genug mit dem trägen Staatsmonopol auf Autoverkehr. Na gut, das hätte dann halt Maut zur Folge wahrscheinlich, teilweise. Tragen Staatsmonopol auf Autoverkehr, ja. Hm. Ja, ist die Frage, wo soll das Geld herkommen? Also, Ja. Sagen wir mal so, privat würde ich grundsätzlich bevorzugen gegen staatlich, insofern in der heutigen Zeit, ja. Ja. Dann sind wir bei 6 private Autobahnen mit Kosten für Streckennutzung. Entsprechend starke. Ja, da sind wir bei der Maut, ja. Ja. Entsprechend starke Senkung für Kfz-Steuer. Ja, wäre ich auch für. Freie Fahrt für freien Bürger. Ja, genau. Ja, nur das muss man den Leuten auch richtig verkaufen, weil das ist halt auch so eine Sache. Die Kfz-Steuer wird ja einmal im Jahr vom Konto abgebucht. Das kriegst du nicht mit. Die Mautgeschichte, das merkst du halt jedes Mal, wenn du halt eine Autobahn benutzt. Mhm. Es kommt dir halt gefühlt vor, als würdest du mehr zahlen als bei der Steuer. Weißt du, was ich meine? Weil die Steuer halt nur einmal im Jahr stattfindet. Mhm. Mhm. Man den Leuten halt erstmal vernünftig vermitteln, dass das halt auch günstiger ist mit Maut. Weil du fährst ja nicht so häufig auf Autobahnen, also es sei denn natürlich, du bist ein Pendler oder ähnliches. Mhm. Bezahlst du halt auch nur für das, was du fährst und nicht allgemein für alle, sozusagen. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, da kommt es drauf an, das muss den Leuten halt klar vermittelt werden. Ja, also auch allein schon dieser Autopunkt hier ist sinnvoll, durchdacht. Und auf Rationalität basiert. Warum sehe ich sowas nicht auf wissen.de und auf und von unserer Frau, wie heißt sie, unsere Wissenschaftstante? Unsere singende. Unsere, du meinst die Mai? Die ja, das recht hat? Ja, genau. Ja, also ich kann nur sagen, ich finde den Verein sympathisch. Yep. Ne? Ich hoffe, wir konnten jetzt den einen oder anderen, ja, dazu anregen, sich das mal anzusehen. Genau. Und die haben sogar auch einen Discord, wo man sich quasi dann anschließen kann. Genau. Also, für diejenigen, die sich dafür interessieren und zufällig in Hannover wohnen und am 21.03., das ist jetzt der kommende Dienstag, nichts vorhaben, der High Club Hannover hat jemanden von Liberty Rising zu Gast, der ein bisschen auch den die Organisation vorstellen wird und wir freuen uns natürlich immer auf neue, aufgeschlossene Besucher. Anmelden kann man sich, geht am besten auf High-Gesellschaft, High-Club treffen oder ich gebe euch sofort eine E-Mail-Adresse, über die das geht und zwar hannover@hayek.de. Ganz einfach. hannover@hayek.de. Dort kann man sich anmelden und sich, auch wenn man zu der Veranstaltung nicht kann oder will, kann man sich auch gerne in die Mailingliste eintragen lassen, dass man halt über zukünftige Veranstaltungen des Hayek-Clubs informiert wird. Alle wichtigen Links packe ich dann in die Beschreibung für diejenigen, die es interessiert. Genau.